Klopf und Hallo. Ich gestalte gerade einen Bilderrahmen und dachte mir, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick und zeige euch dann auch nachher, wie es fertig aussieht. Dazu benötige ich einen Bilderrahmen mit einer Stauraumfläche. Da hat man so ein, ich glaube 23, 28 mm, sowas in der Richtung war das. Das ist ein quadratischer weißer Bilderrahmen. Den benutze ich immer sehr gerne für solche 3D-Geschichten. Dann habe ich mir ein Motiv mal einer Wahl ausgedruckt und das gleich mehrmals. Die sind jetzt hier noch übrig. Und so sieht das dann aus, wenn es schon so ein bisschen 3D-mäßig ist. Ich habe ein Motiv komplett gelassen. Das habe ich dann so ausgeschnitten, dass ihr seht schon, dass ich das mit meinem Bordürenstanzer für Briefmarken bestanzen konnte, weil das Bild ist ja kleiner als der Bilderrahmen und damit das nicht so wie hingetupft aussieht, einfach nur so ein Rechteck, habe ich gedacht, das sieht dann jetzt aus wie eine übergroße Briefmarke. Das fand ich sehr witzig, die Idee. Meinem Mann gefällt das auch sehr gut. Und dann habe ich wie gesagt, die anderen Motive mir immer so ausgeschnitten, wie ich das haben wollte, um dann diesen 3D-Effekt zu bekommen. Da habe ich dann einmal die Bäume, also den Baum hier und hier auf der Seite. Die zweite Ebene ist dann das mit dem Weihnachtsmann. Und dann gibt es nochmal eine Ebene mit dem Reh. Ich hoffe, das kann man ganz gut erkennen. Und befestigt habe ich das mit diesen 3D-Klebepads, das sieht man hier sehr gut. Wir haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4 Schichten plus das Grundblatt. Das Grundblatt werde ich dann in den Bilderrahmen auch nicht komplett flach aufkleben, sondern mit diesem Formtape, damit das auch sich nochmal so ein bisschen abhebt. Und das ist auf jeden Fall noch genügend Platz in den Bilderrahmen, um jetzt Folgendes zu tun. Ich werde das, wie gesagt, in diesen Bilderrahmen reinmachen. So. Und ich werde das wahrscheinlich etwas höher positionieren, damit ich hier unten eine Art Sockel noch hinmachen kann, wo ich erstens das Batteriefach nachher verstaue. Da werde ich hinten wahrscheinlich das ausschneiden, aber das, wie gesagt, das ergibt sich bei mir meistens, wenn ich dann losbastel. Also die Rückwand vielleicht ausschneiden, damit man das rausziehen kann, das Fach, um die Batterien zu wechseln, an- und auszumachen oder so. Ja, apropos Batteriefach. Ich werde diese, das habe ich im Action entdeckt, da waren 4 Stück immer dran. Und ich dachte mir, ich brauche aber nur 2, ich wollte links und rechts eine hinstellen, sozusagen. Und das könnt ihr ganz einfach machen. Ich habe das auch einfach nur abgeschnitten und es leuchtet trotzdem noch. Und ich finde, es sieht sehr witzig aus. Das ist in der Weihnachtsabteilung, aber ich finde, die sind jetzt dunkelgrün. Ich finde die gar nicht so weihnachtlich. Die könnte man auch für alle anderen Projekte auch benutzen. Da gab es noch 2 andere Modelle. Ich habe mich für diese hier entschieden. Ja, und die sollen dann hier noch mit drinne stehen. Auf einem Sockel. Und warum Sockel? Weil ich will noch diese kleinen... Davon habe ich ja mehrere in der Türkei gekauft. Die möchte ich hier vorne noch mit ransetzen. Und damit die einen Halt haben, halt so einen Sockel aus Papier oder Pappe. Damit ich das, also eine Anlage habe, um die festzukleben. Ja. Wie gesagt, ich muss mal schauen, wie das nachher aussieht. Oder das ergibt sich. Achso, und dann vielleicht verwende ich noch diese Sternchen, dass ich dann noch vereinzelt welche draufklebe. So ist der Plan. Dann schaue ich mal, ob das wirklich nachher so funktioniert. Wir sehen uns dann, wenn es fertig ist. So, und es ist fertig. Nach viel Rummuschelei und vielen Fluchen ist es jetzt fertig. Ja, so sieht es jetzt aus. Also ich kriege, ihr seht es, glaube ich, ganz gut. Hier oben ist der Rahmen zu Ende, unten ist die 2 Laternen links und rechts, ein Zaun vorne dran. Da habe ich mir so eine Art Podest gemacht mit so einem Wellenrand, damit es aussieht wie Schnee, wo ich den Zaun dran geklebt habe.
Und wenn wir das Ganze anmachen, sieht das so aus. Wenn ich jetzt gleich das Licht ausmache, sind diese Lämpchen sehr grell, aber es wirkt nur so. Also in Natura kann man das Bild sehr gut sehen. Das ist nicht zu über, wie sagt man, zu viel Licht. Ich zeige es euch trotzdem mal. Seht ihr, was ich meine? In der Kamera ist das sehr, sehr grell an dem Reh und auch diesem Eichhörnchen. Hier drüben sitzt noch ein Eichhörnchen. Das ist in der Kamera nur so. Ja. Aber ich finde, das ist ganz gut geworden. Hinten habe ich jetzt, ich drehe es mal rum. Ich habe es jetzt doch nur reingeklebt, weil ich den Butter erst nicht so hoch machen konnte, wie ich eigentlich wollte. Dazu war dieser Kasten hier zu groß. Hier kommt es von den Lämpchen raus. Ich habe es jetzt oben, es wird wahrscheinlich stehen, deswegen habe ich es jetzt einfach hier nur durchgefädelt und festgeklebt und gut ist. Ja. Ich hoffe, denjenigen gefällt es auch. Aber ich glaube schon. Ich habe auch weiterhin nichts groß dekoriert. Ich habe nur auf den Zäunen hier nochmal so kleine Sternchen gesetzt als kleines Highlight, keine Ahnung. Ja. Das war's auch schon. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin.